und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ich bin Mahadevi. Und endlich sind wir aus der verwunschenen Bastion raus. Und kommen mal unter Leute. Genau, das ist Portemonnaie. Und wir brauchen ein Segel. Ich weiß auch schon, wo wir das Segel bekommen. Den am besten ignorieren. Im Zweifelsfall, wenn man etwas kauft, braucht, sollte man als erstes im Laden gucken. Nein, geh weg! Ich mag diese Typen nicht. So. Okay, ich soll erstmal jemand anderen helfen. Kann ich machen. Und zwar, ich weiß auch schon, wen er meint. Und wo ich ihn finde. Macht auch Sinn, denn hier bekommen wir ja auch die Kamera. Da ist er ja schon. Ich finde die Geräusche geil, die er beim Laufen macht. Ja, ich bin eine Fee. Sehr schön. Tja. Also ich werde dich nicht zu den Leuten aus meinem Volk bringen. Aber ich finde dich okay. Ich mag seltsame Leute. Vor allen Dingen, wenn sie so lustige Geräusche machen beim Laufen. Ein Geschenk von Herzen? Was denn? Doch nicht etwa ein Herzteil. Nein, natürlich nicht. Ah ja, cool, die Tingelflaschenpost. Die ist total cool. Das erste Zelda-Spiel, in dem man wirklich interaktiv mit anderen kommunizieren kann. Ich hoffe, in dem neuen Breath of the Wild gibt es das auch. Oder sowas in der Art, weil das ist schon geil. In einem DS-Spiel, Legend of Zelda, eine Erneuerung von A Link to the Past. War das A Link to the Past? Ne, Link Between Worlds, so. Da konnte man ja schon mit anderen Spielern kämpfen, aber das war ja eher lahm. Ich meine, das hat einem nicht wirklich was gebracht. So. Das hat einem jetzt aber nicht so viel gebracht. Und, naja. Bei Legend of Zelda Twilight Princess HD, da kann man ja nur, was konnte man da nochmal? Da konnte man, genau, Sachen posten im Miiverse. Und Stempel erhalten und so, aber ganz ehrlich, ich habe das fast nie genutzt. Ich glaube, ich einmal was irgendwie da mir was gepostet. Einfach, weil ich es konnte. Man sieht hier übrigens an der Seite so kleine Holzbänke manchmal rausragen. Da nicht hingehen. Da wartet eine Ratte mit einer Glocke um den Hals. Und die schießt einen dann ins Meer. Und ich möchte nicht ins... Die schießt erst nicht ins Meer. Die hat also eine Falltüre. Das ist aus Holz, das ist eine Falltüre und damit schickt er einen ins Meer. Ah, ich kann es euch auch gleich zeigen. So, aber jetzt kann ich fotografieren. Kann ich eigentlich schon in Farbe fotografieren? Wie war denn das? Nee.
Stimmt, dafür muss ich erst die Quests machen bei diesem Fotomenschen. Okay, es geht zurück und ich nehme diesmal eine Abkürzung. Ich schaue bei der nächstbesten Ratte rein, die daherkommt. Hier nämlich. Nee, die hat gar kein Glöckchen um den Hals. Die hat ein Glöckchen, an dem sie zieht. So war das. Ha, ha, ha. Hi. So, jetzt aber das Segel als nächstes. Und ich habe jetzt auch genug Kohle zusammen. 80 Rubine hat es, glaube ich, gekostet beim letzten Mal. Also 80 Rubine hat es zumindest auf dem Gamecube gekostet. Ich hoffe, es kostet jetzt auch 80 Rubine. Ja. Schon sagen, Alter, 200 Rubine, willst du mich verarschen? Okay, wir haben das Segel. Und damit können wir jetzt weiter segeln. Jetzt sind wir endlich mobil auf dem Meer. Geilomatico, Mann. Oh, da ist auch schon die erste Flasche. Da ist noch eine, aber die hole ich mir jetzt nicht. Ich segel jetzt weiter. Krass, dass es immer noch Flaschen gibt und so. Kam das nicht schon vor einem Jahr raus oder so, das Spiel? Oh, damals war richtig viel los. Heutzutage findet man eine und dieselbe Nachricht oft immer und immer und immer wieder. Ja. Ich weiß, wie man das macht. Mehr oder weniger. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt, um ehrlich zu sein. So, wir müssen nach Osten. Glücklicherweise weht der Wind auch gerade passend nach Osten. Und solange wir hier fahren, kann ich ja mal vorlesen, was in der Flasche steht. TSK schreibt, ich bin bei Twitch live. Schaut bei LP Engel. Danke. Werbung. Naja, Schlimmeres. Man kann hier übrigens auch hopsen. Das macht Spaß. Oh, und das macht auch Spaß. Da gibt es gleich ein paar Rubine. Dieses Rubinspiel. Ich finde, das erheitert doch sehr die langen Wartezeiten und Fahrzeiten zwischen den einzelnen Inseln. Okay, soll ich euch beide kriegen? Oh, da sind. Ne, ist ein grüner. Und der ist weg. Weil ich die anderen nicht bekommen habe. Wie lange aber auch Kacke. Wie soll man das schaffen? Oh, da sind ja wieder welche. Hier übrigens kommt man unterwegs an der Tapseninsel vorbei. Die ist ziemlich cool. Ach, seht ihr die da? Die, das sind Schatzsucher. Wenn ihr mit denen redet, kriegt ihr eine Schatzkarte. Okay, ich will eigentlich gar nicht so viel spoilern. Entschuldigung. Die sind aber ziemlich cool. Oh, jetzt kommt das nächste Spiel. Auf dem Weg nach Draconia. Ja, das kann ich ja schon mal sagen. So heißt nämlich die Insel, die vor uns liegt. Juhu! Eine wirklich sehr schöne Insel, wenn ihr mich fragt. Da liegt ein blauer Rubin. Das finde ich jetzt aber schon ziemlich geil. Oh cool, von jetzt an kann ich den Wind kontrollieren. Na, wenn das mal nicht praktisch ist, Alter. Oben, unten, rechts. Na, den werden wir noch eine Weile benutzen. Ah, der rechte Steuerknüppel, okay.
Spruch? Ist nicht so ungefähr auch, dass das Sturmkanon lädt? Naja. Ich gehe jedenfalls, bevor ich auf die Insel gehe, erstmal hier hinten auf die andere Seite der Insel. Hier verbirgt sich nämlich was Schönes. Hier verbirgt sich eine Melodie. Wo ist denn mein... Ach da. Muss ich erstmal gucken, wo mein Taktstock liegt. Ah ne, genau. Das ist das, der Kanon des Windes. Links, rechts. Meine Socke sitzt locker. Oh, das mag ich gar nicht. Hi. Ich finde das interessant, dass ausgerechnet Frösche die Windgeister sind, aber ich glaube, in Japan ist das öfter. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass ausgerechnet Frösche den Wind leiten. Meine Frösche. Naja, ist halt eine andere Kultur, ne? Aber in Phantom Hourglass sind es ja auch die Frösche, mit denen ich mich schneller fortbewegen kann. Die mir dann diese Tafel schenken und wo ich dann Zeichen eingebe und mich von A nach B transportieren kann. Müsste man sich mal besser mehr mit beschäftigen. Aber ganz ehrlich, kann man machen, muss man aber nicht. Hier gibt es noch Gold zu holen und eine Flasche. Jetzt muss ich da hoch. Ja. Genau dahin. Ah, hier ist eine Bombenpflanze. Perfekt. Nein! Wieso kommt die zurück, Mann? Jetzt. Oh, es gibt sogar einen Rubin. Okay, jetzt hier weiter. Übrigens, ich habe ja gerade zwei Flaschen gefunden. Die eine Flasche ist von Jonathan. Er schreibt LOL. Ja, Jonathan LOL. Ja, genau, Jonathan LOLt. Gucken, ob ich das auch hier mit hinbekomme. Ah, ich glaube, das ist zu hoch und zu weit weg. Und die zweite Flaschenplatz war nochmal die gleiche Werbung von LSK. Naja, wenn das nötig hat, dann ist das halt so. So. Komm schon. Na los. Trau dich. Ein blauer Rubin. So. Und ab jetzt haben wir eine Abkürzung. Passt mal auf. So. Und das nächste Mal, wenn wir hier sind, können wir uns dann nämlich den langen Weg sparen. Wuhu! Geld gefunden. Im Gras. Geile Scheiße, Mann. Und ich bin im Vogeldorf angelangt. Yeah. Ja. Genau, der fliegt schon mal vor, ich komme gleich. So.
Rein geht es ins Vogelhaus. Hm. Da ist er ja schon. Hm. Ach ja, je. Wie praktisch, dass ich gerade komme. Ist ja okay, ich mach's doch. Zu labern. Ich geh ja schon. Immer diese ganze Gelaber. Letztendlich heißt es doch, rette uns, geh in den Feuerberg, wir kriegen das nicht hin. Aber du, kleiner Knirsch, wenn du was von uns willst, dann musst du dein Leben riskieren. Das ist schon okay, unser Leben ist wichtiger als deins, deswegen riskierst du es bitte. Ah. Ich meine, ernsthaft, die haben ein ernstes Problem und... Obwohl, nee, eigentlich will er ja nur, dass ich nach Komori gucke. Hm. Naja. Aber warum soll so ein kleiner Junge, wie ich es bin, da irgendwas ausrichten können, Mann? Naja. Stimmt, in den Drachenberg gehe ich ja eher auf eigene Faust, um der kleinen Midoli hinterher zu rennen. Wenigstens einer in diesem Verein hat Eier in der Hose. Midoli heult nicht nur, die tut wenigstens was und geht zum großen Walu. Kann zwar nicht viel ausrichten, aber immerhin. Oh, jetzt brauche ich meine Posttasche. Ich bin Mahadevi. Ich habe dir etwas mitgebracht. Ach, meine Schildkröten randalieren mal wieder. Die eine jetzt noch rutscht, passt die andere auch auf die Sonneninsel. Oder sie klettert einfach drauf, ja. Super. Jetzt seid ihr beide unter Wasser. Ach, doofe Schildkröten. Ich mag es, wenn sie so dumme Sachen machen. Was hast du jetzt nochmal gesagt? Ja, das möchte ich haben. Nein! Nein! Ach, verdammt! Falscher Knopf! Lass dich ja in Ruhe. Deine Kugel kriege ich aber noch. Wenn ich sie aus der Hand reißen muss. Ist Midoli noch da? Was für ein kleiner, verängstigter Bengel, ey. Das würde mich echt ankotzen, wenn ich so ein Kind hätte. Ah. Oder wollte ich... Ach nee, ich wollte es ja unten treffen. Ah. So. Da nicht, da auch nicht. Hier geht's lang. Glaube ich. Ah. Da ist sie ja schon. Hm.
ja, natürlich bringe ich dich hin. Ja. Na, dann werde ich den Wind mal richtig einstellen. Ach. Ich habe den Steuerknüppel nicht richtig gefunden. Okay, genau. Nach Norden soll der Wind bitte wehen. Und Zeit, dich hochzuschmeißen. Übrigens, wenn man sie ganz oft, immer und immer wieder dagegen schmeißt, wird sie am Ende grün und blau. Sie sagt die ganze Zeit, man soll weitermachen. Und da habe ich meine erste Flasche. Flaschen sind cool. Flaschen sind toll. Flaschen sind unglaublich nützlich. Mit der rüste ich mich auch gleich mal aus. Brauche ich jetzt nämlich. Bisschen Wasser ist ja zum Glück noch da. Und hier kann man ja so wunderbar hochklettern. Schade, dass auf der anderen Seite die Brücke nicht so weit runterhängt. So. Och, wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe gut genug getroffen. Um eine Pflanze zu aktivieren. Nee. Wieder ins Wasser, dann die nächste. Ja, oh, das geht jetzt so lange hier weiter, bis ich den Felsen treffe. Jetzt zum Beispiel. Und die Quelle fließt wieder. Juhu! Ja, super. Und der See füllt sich. Ein Glück. Jetzt kann ich endlich auf die andere Seite, ins Draco-Sanktorium. Der kleinen Bidoli hinterher. Einzige in diesem ganzen Laden, die sich zu Valo traut und ihm helfen möchte. So, bevor ich jedoch ins Draco-Sanktorium komme, mache ich erstmal diese drei Dinger kaputt und muss mir auch meinen Weg freibomben. Nee. Jetzt. Das habe ich nicht getroffen. Nochmal. Jetzt aber. Juhu! Okay, und damit endet dieser Teil auch schon. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Teil im Draco-Sanktorium. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Mahadevi. Hinterlasst mir bitte Kommentare. Ciao.